Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist der Colt heute schlecht mittlerweile. Ist mir gerade aufgefallen. 52er Stärke nur noch. Wir sind heute in Nürnberg und damit herzlich willkommen im Frankenland, Tabellenplatz 16. Und sicherlich das, was sich der Club vorgestellt hat, stehen auf dem Relegationsplatz. Und heute kommt der Tabellenführer, der federn lassen musste, der international rausgeflogen ist, vom AC Mailand gebügelt wurde nach Strich und Faden und jetzt eben nur noch in Anführungszeichen da zwei Titel hat, die er holen kann. Noch, die noch kommen. Und wir machen gleich das 1-0. Sehr schöne Geschichte. Dominik Jordan mit der Flanke. Benjamin Opa verschätzt sich etwas. Waldschmidt stürmt dann aus dem Hintergrund heran, köpft ein und macht dann auch ein paar Faxen. Darf er. Ne, wenn er ein Tor schießt, dann ist alles erlaubt. Wir versuchen sofort nachzulegen. Es ist wieder Jordan, der mit der Flanke kommt. Danseisen diesmal. Also beide Stürmer, die hier im Bestfall gleich getroffen hätten. Ist leider nicht passiert, aber wir können mal weiter so sagen. Ah, ich hätte es auch loben können. Mistmurks, ich hätte es auch loben können, wäre besser gewesen. Hiroshi Kiyotake, jetzt beim ersten FC Nürnberg mit der Ecke von links. Erste im Spiel, Trikottest von Sire an Dominik Hüging. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt, dass der nicht pfeift. Das wäre ein Elfmeter gewesen und somit die Möglichkeit für Nürnberg hier auszugleichen. Stattdessen wir mit der nächsten Möglichkeit und dem nächsten Tor, Leute. 14. Minute, Max Dendera verlängert den Einwurf zu Waldschmidt und der ist allein vom Keeper aus 7 Meter und lässt sich das nicht nehmen. So muss das aussehen. Das sind eben die Dinger, die ich normalerweise gerne vom Jochen sehen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist der Mr. 99, der normalerweise so Dinger mit Augenklappe nachts um 4 Uhr einschießen müsste. Aber der macht ja teilweise die einfachsten Dinger nicht, ne? Genau so welcher meine ich. Luca Waldschmidt. Schon wieder. Unser Doppeltorschütze. Und es war wieder Jordan mit der Flanke. Also das ist schon jetzt mittlerweile ersichtlich, wie es hier läuft. Und Nürnberg bekommt es nicht in den Griff. Freistoß von Jung. Minute 26. Weit über die Latte. Ich sag mal Luca Waldschmidt. Normalerweise heißt er ja Gianluca. Wir schauen mal gerade. Dominik Jordan, rechter Verteidiger. Der linke. Na, das ist dann die Seite, die normalerweise abdecken müsste. Martin Anger hat eine 2-5. Wo hat er die denn hier? Nils Linders mit einer 5. Also der ist momentan derjenige, wo es schlecht aussieht. Aber das ist Jungs Seite. Der hat auch eine 1, also auch klasse von ihm. Möglichkeit mal für Nürnberg. Entlastung hier. Hüging mit der Flanke. Peckhardt ist zu überrascht, nachdem Jonas unter den Ball durchfliegt. Kommt auch nicht so oft vor. Es geht hier hin und her. Es geht hin und her und wir haben das dritte Tor. Minute 33, also 3 in den Überfluss. Und hier sehen wir es. Hattrick von Gianluca Waldschmidt, 14. Saisontor, heftig. Das ist heftig. Ich lasse mal gerade schon mal den Weihrauch warm laufen. Vielleicht können wir Waldschmidt da in der Halbzeit auswechseln. Und bis zur Halbzeit denke ich, dass wir jemand die Kontrolle übernehmen. Nürnberg hat nichts mehr zu verlieren. Das war so ein Tor, wo man eine Nase braucht. Sven Danseisen hat verzogen und Waldschmidt hat irgendwie geahnt, wohin der Ball kam und hat ihn noch reingemacht. So muss das aussehen. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ein Remis schaffen wir mindestens. Das haben wir auf alle Fälle, glaube ich, schon sicher. Also die müssten hier noch 4 Tore machen, die Nürnberger. Und wir dürften gar nichts mehr machen. Und ich wage mal zu bezweifeln, dass es eben mit dem Selbstvertrauen, was die momentan nicht haben, was wir haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein ist, dass das eintritt. Deswegen verlieren wir das nicht mehr. Dann wäre das Ziel erfüllt. Trotzdem mal den Jonas da motivieren. Er hat schon bessere Halbzeiten abgeliefert. Hat einen Fehler gemacht. Er hatte dann für ihn leider Gottes nicht mehr viel andere Möglichkeit, es wieder auszubügeln, weil einfach von Nürnberg so wenig kam. Wir loben Gianluca Waldschmidt. Was habe ich denn sonst noch? Jung. Ja klar, mit 1-5 muss ich machen. Das ist auch überhaupt keine Frage, wo es hierher geht. So, Waldschmidt mit einer 90er Form. Beziehungsweise frische, nicht vor. 90er Form, das wäre natürlich auch ein Ding. Ne? Du kannst ja höchstens 20 bekommen. Ich glaube, bei einer 90er Form, da platzt der Bildschirm. Weihrauch kommt dann jetzt rein. Er hat ja auch leider Gottes sehr, sehr wenig Einsatzzeiten gehabt. Aber er ist halt auch der schlechteste von den Stürmern. Er ist der untalentierteste und zudem ist er der älteste von denen. Ist nicht einfach. Und wir gehen rein in die zweite Halbzeit, lassen den Rest dann noch warm laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dann noch gilt mit der Kontrolle. Aber wenn wir das übernehmen sollten in Halbzeit 2, dann wäre das nicht so verkehrt. Zumindest die Anfangsminuten, weil ich nicht weiß, was da passiert. Was der Coach, was Gert-Jan Verbeek seinen 11 Mannen da mitgegeben hat. Jetzt kommt Rajkovic für Henrik Hansen. Rajkovic, Ex-Hamburger. Einst von
Thorsten Fink ausgebremst, danach vor einer Verletzung, als er eigentlich schon wieder gut dabei war, unter Slomka, glaube ich, war das damals. Gelbe Karte Hüging. Unfairer Einsatz gegen Möller, gegen den jungen Mann, der sich schwer tut heute, ja, mit einer 4 auf der rechten Seite, ist eben kein Allerheilmittel. Und wenn man mal gut spielt, man muss es eben dann auch permanent abliefern können. Ich nehme jetzt Schiffner rein für Jung. Warm gelaufen ist er. Jung hat nämlich auch eine 1. Dann haben wir schon mal zwei Kandidaten für die 11 des Tages. Svela mit der Vorlage auf Sendera in Minute 59. Und der war sozusagen auf 19 Metern. Verzieht aber letztendlich. Denk mal, für den letzten Wechsel da lassen wir uns ein bisschen Zeit. Nürnberg ist ja harmlos unterwegs. Sie haben aber trotzdem jetzt eine gute Möglichkeit. Und sie machen das Tor. 60. Minute. Und das hätte ich dem Packard nicht zugetraut. Der ist alleine vom Torwart vor Jonas Klein und schiebt ihm das durch die Hosenträger. Und Viktor Dutt hat das Ding vorgelegt. Stadion ausverkauft, also jetzt kocht es hier doch vielleicht nochmal hoch. Nürnberg nimmt auf alle Fälle jetzt mal die Härte rein. Gelbe Karte Kempf, klares Foul von Eliaseli. Ich habe immer Angst, dass da noch irgendwas nachkommt, von wegen im Strafraum, gibt Elfmeter oder sonst irgendein Gedöns. Dann machen wir so gar keine Experimente hier und nehmen Milicevic rein für Kempf. Der hat einen 2-5, also wird ihn seine Note jetzt nicht unbedingt verschlechtern, seine Form auch nicht und Moral ebenso. Ist nur sehr früh, ne? Es darf sich keiner mehr verletzen, das wäre ungünstig. Das wäre ungünstig, nochmal Konzentration. Je nachdem, wie es aussieht, werde ich den Knopf hier nochmal bemühen, voller Angriff. Aber momentan fehlen nur mit 2 Toren. Und da sollte eigentlich noch alles klar sein. Trifft den Ball nicht richtig. Asemi, weit vorbei, vollkommen harmlos. Da kann aber jetzt keiner mehr reinrutschen. Ansonsten fresse ich einen Besen. Ist auch nicht so. Javier Pinola, der Argentinier für Martin Anger, der hat letztendlich dann eine 3,5 gehabt. Hendrik Hansen mit einer 5,5. Gott. Also der kann sich danach dann wieder die faulen Eier abwischen, die ihm entgegengeflogen kommen von den Fans. Körpersprache der Nürnberger. Man hat sich ins Schicksal eingefügt und jetzt kommt mit Sicherheit noch ein Tor. Das ist nämlich immer so. Das ist der nächste Hinweis. Guckt euch den Schwachsinn an. Freistoß von Ildis, 79. Minute. Die Körpersprache, ne? Er hat den Ball, Jonas hat's. Also ich könnte mir vorstellen, mit einem schlechteren Torwart wäre das nochmal eng geworden da. Und ja, drauf nochmal, Leute. Dass die das Spiel überhaupt nicht aufziehen können. Man merkt jetzt einfach schon, wie schlechter wird, ne? Wie schlechter wird von außen. Da hat zumindest Vorland am Anfang eine gute Note gehabt. Jetzt am Ende auch nicht mehr so richtig. Eine 3 ist nicht schlecht. Aber es ist kein Befreiungsschlag. Und das haben wir hier auch nochmal ein schlimmes Wort. Slobodan Rajkovic. Ohne Kompromisse kloppt den Ding einfach raus da. Die erste Ecke überhaupt erst. In der Minute 87. Das kommt auch nicht so oft vor. Nils Linders gegen Max Dendera. Ne? Die kennen sich auch. Und Linders bleibt letztendlich der Sieger. Knapp am Pfosten vorbei. Sven Danseisen ist gemeint. Nach der zweiten Ecke. Der Uphoff hat wieder gepennt. Wird aber nicht bestraft. Ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Von der Stärke 71, das geht. Also für Nürnberger Torwart ist es absolut okay. Ja, und am Ende steht ein standesgemäßes 3:1 für unsere Mannschaft. Somit also auch an Spieltag 27 nach wie vor oben. Und vom Abstand her auch gleich. Minimum. Es kann natürlich passieren, dass Bayern und Dortmund sich da irgendwas Schönes überlegt haben, wie sie denn da die Punkte verteilen wollen. Schauen wir doch gleich mal drauf. Okay, da sind wir wieder. Wir haben 4 Tore gesehen. Ich würde mal sagen, wunderbare Verteilung für uns. 3 und 1 für den ersten FC Nürnberg quasi dann das Ehrentor gemacht. Ich war nicht wirklich glücklich mit Jonas' Leistung heute. Am Ende steht eine 3,5 da, was das gar nicht so vermuten lässt. Und der andere, der ja, überhaupt nicht aufgefallen. Das muss man einfach mal so sagen. Lukas Möller. Einmal wurde er gefoult. Das war alles. Er hat eine 4 bekommen. 3 Tore von Walsche mit einer 1,0. Nachdem er raus war, ging nach vorne nichts mehr. Oder beziehungsweise wir haben keine Tore mehr geschossen. Und ich glaube auch eher wenig Chancen rausgespielt. Ob das jetzt ein Zeichen ist, weiß ich nicht. Weihrauch war okay mit einer 3,5. Danseisen wenigstens mit der Vorlage 3,5. Und auch Max Dendera mit einer 3. Ansprache hat funktioniert. Da bin ich schon mal happy mit. Wir hatten deutlich mehr Möglichkeiten. Wir haben auch vom Ballbesitz her dem Ding unseren Stempel aufgedrückt. Und fast 5.500 hier aus Leipzig mit gewesen. Bei wechselhaftem Wetter. 17 Grad. Das sieht halt cool aus hier. Ne? 7, 14 und dann in der 33. dreimal Gianluca Waldschmidt. Und dreimal verschiedene Vorlagengeber. So muss das sein. Also wir sind nicht ausrechenbar. Und das ist eben wichtig
für die weiteren Partien, die wir noch haben. Schalke, Pokal-Halbfinale, das wird natürlich dann nochmal ein richtiger Kracher. Wir wollen nach Berlin, klar. Das wollen die auch. Aber bis dahin heißt es eben, sich Selbstvertrauen holen. Und ich meine, der nächste Gegner wäre Freiburg. Hier haben wir es. Dortmund und Bayern haben sich entschieden auf ein Unentschieden. Finde ich doch super. 2:2. Bayern hat schon 2:0 geführt. Und die Borussia hat dann zurückgefightet. Und das haben sie toll gemacht. Letztendlich mit einem Punkt belohnt worden. 61 Punkte Bayern. Dortmund bleibt auf 59 somit. Also unter der 60 stehen. Und wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung auf die Münchner. Es sind nicht mehr so viele Spiele. Und ich glaube nicht, dass wir die noch haben. Wir können gerade mal gucken. Es kommt Freiburg zu uns. Danach müssen wir nach Hoffenheim. Doch, dann haben wir die Bayern noch. Okay. Also das nimmt dann so ein bisschen das Ganze hier raus, weil wenn die da gewinnen, dann sind es eben dann 4 Punkte. Dann haben wir es immer noch in der eigenen Hand, normalerweise. Wenn es bis dahin halt normal läuft, das muss man halt immer wieder dabei sagen. Dann haben wir das Auswärtsspiel bei St. Pauli, die wahrscheinlich da schon abgestiegen sein werden. Glaube ich jetzt einfach mal, wenn ich mir das so angucke. Dann zu Hause gegen Hertha. Platz 7, darf man nicht unterschätzen. Dann in Wolfsburg, möchten auch noch oben rein in die Europaplätze. Und dann nochmal Köln. Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht ultimativ schwierig, der Spielplan, den wir da noch haben. Also da muss man schon wirklich jede Woche konzentriert reingehen. Es hilft uns natürlich wahnsinnig, dass die Champions League jetzt rausfällt. Ich hätte natürlich gerne gespielt, klar, ne? So ein Viertelfinale, Halbfinale oder vielleicht auch Finale. Aber das fällt eben jetzt raus. Und das können wir dann nutzen, um uns wieder zu regenerieren, um dann eben auch die beste Elf möglichst oft spielen zu lassen. Wir haben Veränderungen. Stuttgart macht einen 2-Plätze sogar gut, von der 8 auf die 6. Wolfsburg haben wir eben schon angesprochen, von der 11 auf die 8, größter Gewinner des Spieltags. Und Hannover auch noch mit einem grünen Pfeil. Verlierer sind Köln und Leverkusen. Und wenn man so will, auch noch Gladbach und Berlin, ne, mit jeweils einem Punkt, den sie da verlieren, oder einen Platz, um genau zu sein. Schauen wir kurz in die zweite Liga rein. Auch da 27 Spieltage. Ingolstadt jetzt mit 3 Siegen in Folge, haben sich anscheinend wieder gefangen. Tolles Spiel von Magdeburg, 6:1 in Düsseldorf. Und damit tauschen sie mit denen die Plätze. Ganz stark, ne, als Aufsteiger auf Platz 6 zu stehen. Wattenscheid, wo sind sie denn die Spezies? Verlieren heute gegen Kaiserslautern, das war nicht so gut. Ne, sie hätten es theoretisch schaffen können, aufgrund der Niederlage von Unterhaching da diesen Relegationsplatz zu holen. Und ganz unten haben wir Paderborn, Frankfurt und Cottbus, den Aufsteiger. Dritte Liga nochmal ganz kurz für euch, da die Tabellenposition zeigen. 2:0 in Wilhelmshaven gewonnen beim Aufsteiger, beim Tabellen-14. Jetzt ist es eben Platz 4 mit 59 Punkten. 60, die müssten tun, ja, die 15 Punkte gibt's noch, soweit ich weiß. Ja, müsste hinkommen, ich das Mathe-Genie. Ja, 5 Spieltage mal 3, 15 Punkte, sie haben 16 Vorsprung, ist gegessen. Also die werden nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder spielen. Danach wird's interessant, wir zählen ja nicht. Also man kann sagen, Bochum, Dresden, die Stuttgarter Kickers, Jena. Das sind 4 Mannschaften, die nur 4 Punkte auseinanderstehen. Das wird nochmal heiß. Leider Gottes müssen wir uns bald von Rostock, glaube ich, verabschieden. Das sind 13 Punkte Abstand auf den rettenden 17. Platz. Ich habe gesagt, 15 Punkte gibt's noch. Die fangen jetzt an zu gewinnen, das ist relativ spät. 3:1 gegen Wolfsburgs zweite Mannschaft. Naja, wir werden sehen, ob sie umwirft. Pirmin Schwegler, unser Ex-Spieler von Hertha BSC Berlin. Wir müssen unsere Tore in der ersten Halbzeit machen. Gehen wir in Führung, läuft das Spiel ganz anders. Das ist halt so eine Weisheit, aber das redet sich halt immer sehr leicht, ne? Wir haben das ja heute gezeigt, wie es geht. 3 Tore, zack, zack, zack. Und dann war das Spiel im Prinzip gegessen. Dann haben die zwar noch ein Tor gemacht, aber es reicht dann eben nicht mehr, weil sich die Mannschaft, die natürlich hochführt, die kann natürlich das Spiel komplett bestimmen und lenken. Wenn die jetzt sagt, wir stellen uns hinten rein, wir gehen auf Konter. Was sollen die anderen machen? Die müssen ja angreifen dann, wenn sie hinten liegen. Lukas Möller, wir hatten die Reihe der guten Auswärtsspiele fortgesetzt, selbstbewusst aufgetreten sind wir und in der ersten Halbzeit den Grundstein gelegt für den Erfolg letztendlich. Der Präsident von Nürnberg steht in erster Linie hinter dem Trainer, in der zweiten Linie hat er recht. Tja, es ist ja nun mal so, dass die gegen den Abstieg spielen, aber man durfte das auch erwarten, das ist schließlich ein Aufsteiger und die erste Liga ist kein Zuckerschlecken. Wir haben 2 Spieler drin, das sind auch die, wo ich dachte, dass es passen könnte. Jung zum 4. Mal, genauso wie Waldschmidt neben Katlitz, und es reicht nicht für Gianluca, weil er wahrscheinlich nur eine Halbzeit gespielt hat, dass er hier Spieler des Tages wird, hat jetzt 14. José Lu von Hoffenheim hat 17, hat 2-mal getroffen heute, genauso wie Katlitz, der hat 12. Das werden wir gleich noch sehen. Achso, ich bin schon da drauf gedacht, wieso lädt es jetzt hier gerade nicht? 3,27. Es war ein sehr gutes Spiel, so vom Gefühl her, vor allem die erste Halbzeit. Und trotzdem, von den Noten her,
Ich denke mal, das ist ein breites Mittelfeld hier, wo wir uns da bewegen. In der Saison insgesamt 2,98. Ne? Schaffen wir das noch oder schaffen wir das nicht, unter der 3 zu bleiben? Momentan sieht es mir noch so aus. Es ist aber sehr knapp. Es ist sehr, sehr knapp. Platz 5 für Jochen mit 15 Toren. Gianluca hat jetzt 14 und steht auf der 7. Danseisen mit 9. Aber naja, sie legen halt auch gegenseitig vor. Er hat 3. Und damit kommt er auf 12 Scorerpunkte. Insgesamt 33 der Martinez. 6 Vorlagen, 27 Tore, ey. Und der Luc de Jong ist auch nicht viel schlechter. Hat 29. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die Noten. Die Durchschnittsnote ist den DRM nach 26 Spielen stark einfach. Und da müssen wir schon ein bisschen weiterklicken, bis wir ein paar mehr Spieler sehen, 22. Aber dann sind sie auch da, ne? Dann haben wir insgesamt 5 Spieler in den Top 10, wenn man einfach mal 22 Spiele nimmt. Ja. Das muss man einfach dann sehen. Noch eine Woche fehlt Jochen mit dem Außenbandanriss. Darf er sich in Freiburg dann, oder gegen Freiburg, wir spielen ja zu Hause, darf er sich das noch schön angucken und dann passt es. Also Bayern hat sich jetzt in diesem Spiel, muss auch sagen Dortmund, ne, Bender, der war glaube ich länger schon gesperrt, aber Willems ist mit Gelb-Rot, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ist es Gelb-Rot oder ist es eine Gelbsperre? Ne, ist eine Gelb-Rot, oder? Muss ja eigentlich fast, weil hier gibt es auch noch Gelb. Sind die beide vom Platz geflogen? Ja, Engelke hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist mal so sicher. Und hier sehen wir den Volland-Wechsel, den wir ja zu Manchester City abgegeben haben. Für 13 Millionen ist Marktwert. Ich denke mal, da sind die Meinungen eigentlich klar, ne, dass man das machen kann. Insgesamt, um eben Platz zu schaffen, bekommt ein bisschen Geld rein. Und für den Spieler ist es auch gut, wenn man was anderes sieht. Ne, Leipzig hat er da wirklich alles schon mitgemacht und alles gewonnen. Die Club-WM war eben da noch das i-Tüpfelchen, das gilt auch für jeden von uns, inklusive Trainer. Und da sehen wir das Freiburg-Spiel, 7. April 2019. Und da geht es eben dann weiter, die Road to Titelverteidigung. Bayern hat 1-1 gespielt an diesem Dienstag gegen Valencia. Martinez in der Heimat mit der Führung, beziehungsweise nicht in der Heimat, sondern gegen eine Mannschaft aus der Heimat. Die spielen ja erst noch in Valencia. Die haben deutlich einen Vorteil, weil die haben eben das Auswärtstor jetzt gemacht durch Adrian. Wir haben die anderen Partien noch, Newcastle, AC Mailand, wir haben Manchester City gegen ZSKA Moskau und letztendlich auch noch PSG gegen Florenz. Ich weiß gar nicht, ob Gomez da immer noch spielt. Jetzt kommt hoffentlich dann der Mittwoch noch, die anderen Spiele. Das wird es sehen. Das ist auch interessant. Also alle vier großen Verbände stehen hier innerhalb von 7 Punkten, 79, 76, 74, 72. Und da wollen wir spätestens dann eben wieder hin hier vorne. Aber das ist eben dann mal kurzfristig das Ziel, die 74. Aber wir können leider nicht mitspielen. Bayern hat es in der Hand, halt Valencia rauszuschmeißen. Das wäre super, wenn es klappen würde. Wenn dann eben dann in der neuen Saison was rausfällt, ein Jahr rausfällt, wo Spanien mal nicht gut war und Deutschland gut war, dann kann es schon sein, dass wir die überholen. Machen wir mal weiter. Und da haben wir die anderen Spiele. Mailand sieht gut aus. Zweimal El Shaarawy. Dann haben wir Manchester City 2-1. Aber das ist auch hier mit einem Aussetztor beladen. ZSKA Moskau, Matija Nastasic, der jetzige Schalker, mit einem Eigentor. Und PSG durch Nongis mit 2 Toren. Und ja, ich würde mal sagen, 2 Partien, die sehen schon relativ gut aus. Und die anderen beiden sind noch deutlich umkämpft. Ich bin gespannt, wer da weiterkommt. Leverkusen verliert zu Hause. Callejon für Neapel, 88. Minute. Ganz, ganz bitter da mit der Niederlage. Lyon gewinnt in Ankara mit 3:2. Monaco souverän, 2 Tore von Goretzka mit 3:0 gegen Malaga. Und dann haben wir noch Benfica gegen den FC Parma. Da trifft Gomis 2-mal. Ja, FC Parma ist sehr gebeutelt. In der Realität momentan letzter in der Serie A. Und haben sich aber gut verstärkt jetzt für die Rückserie. Christopher Olsson, ach, das ist einer von uns, ehemals, den haben wir von Arsenal damals geholt. Pierre-Venu Basala Masana, den Namen finde ich einfach nur Weltklasse, der lehnt das Angebot von FSV Frankfurt ab. Wo ist denn der jetzt gerade? Sag mir nicht, der ist arbeitslos, ne, ist bei Rostock. Also ich nehme mal an, FSV Frankfurt steht in der zweiten Liga am Abstiegsplatz, Rostock in der dritten. Wo möchte ich dann lieber sein? Normalerweise in Frankfurt. Naja. Er nicht, er hat es abgelehnt. Und was haben wir hier sonst noch? Martinez, das haben wir gesehen, dass der Spieler des Monats war. Senkrechtstarter, oh, das ist voll auf den ersten 4 Plätzen. Milicevic, Danseisen, Svela und Vasiljevic. Ihres Zeichens alle 4 Abonnenten, die sich damals beworben haben um einen Namen, was ich sehr geil finde. Auch der 5. hier, Nils Linders, ist auch ein Abonnent, ehemaliger Spieler von uns bei Nürnberg momentan.
unter Vertrag, 6% Verbesserung da. Und Patrick Strudik, da weiß ich nicht, ich glaube, der war damals nicht umbenannt worden, als wir den von Cottbus geholt hatten. Aber insgesamt sind es hier 6 von 10, die mit uns unmittelbar in Verbindung stehen. Das ist gut. Ich sage das immer wieder, aber es stimmt halt. Ekelhaftes Wetter schon wieder, man meint, wir wären im Trainingslager. Pimin Schwegler, gelb gesperrt, darf gegen Stuttgart nicht mitmachen beim Duell des 6. gegen den 7. Wir sind Topspiel Nummer 2 mit Anthony Jung, der hier gelobt wird für seine Noten. Und dann haben wir noch Köln gegen Bayern, also 12 gegen 2. Wir haben den Vorteil, dass wir eben zu Hause spielen und Bayern es relativ schwer haben dürfte gegen Köln, weil Köln heimstark ist. Wir haben noch nicht verloren gegen Freiburg. Wir haben da 4 Siege, ein Unentschieden, 5 Partien, 2 Heimsiege eben bei 2 Spielen. Also es schreit eigentlich danach, dass es so weitergeht. Klare Geschichte, ich denke mal, beim Wettanbieter hätten wir eine Quote auf Sieg von 1,2, würde ich mal sagen. Irgendwas ganz Niedriges. Also da müsste man schon ein ordentliches Handicap, glaube ich, abschließen, wenn man damit Geld machen möchte. Oder man besticht den Schiedsrichter, das kann halt auch sein. So, Marx vor. Ich muss natürlich gucken, dass ich denke mal, Müller nehmen wir mal raus, ne? Der hat jetzt gespielt, der muss ja nicht immer. Dass wir Vasiljevic wieder reinnehmen, mit einer Form von Elfer. Das hat sich jetzt im Training gebessert, hat sich da reingehangen, so muss es auch sein. Der Jochen ist noch nicht da, habe ich ja gesagt, der soll warten. 8. 4. das geht, der ist dann gegen Hoffenheim. Auf jeden Fall gegen Schalke, denke ich mal, wieder dabei. News Center. Wo fängt denn der hier an? Achso, hier unten. Das wissen wir, Mannschaft der Woche. Ich versuche die Jungs gerade mal zu loben, wenn es funktioniert. Also Anthony Jung, das ist wirklich dann, man kann es eigentlich fast schon als erwartet bezeichnen, weil der in dem ganzen Let's Play der einzige Spieler ist, der Anfangsformation, der noch da ist, ne, und der sich auch richtig verbessert hat und der die Leistung einfach konstant hinliefert. Und selbst eine Verletzung, die länger dauert, die wirft er nicht um. Der kommt wieder und sofort ist der wieder einer der leistungsstärksten. Das ist einfach nur toll, wenn du dich drauf verlassen kannst. Reflexe, der Fabio Kultor, die in der 52... Ich bin eben fast erschrocken am Anfang. Ich dachte, was habe ich denn da für eine Pfeife mitgenommen? Als Torwart, da habe ich gemerkt, er ist es. Das war so geplant, das ist einfach so schlecht mittlerweile. Aber gut, als Ersatztorwart reicht es halt noch, wenn es wirklich jetzt absolut in dem Spiel nicht mehr gehen sollte mit Jonas. Wenn ich verletzt hat oder sonst irgendwas passiert ist. Oder er vom Platz fliegt und wir deswegen einen anderen Torwart reinnehmen müssen. Ansonsten, wenn irgendwas im Training passiert, dann ist klar, dass ich natürlich dann nicht mit Coltorti auflaufen werde. Es sei denn, das wäre irgendein Fünfligist im Pokal, aber da sind wir ja schon längst drüber weg, über die Phase, wo uns das passieren könnte. Wenn der eingesetzt wird, ich denke mal, das ist ganz einfach dann am Ende nochmal klar und sinnvoll. Wenn vielleicht man schon Meister sein sollte, hier haben wir ja diese Spiele gegen St. Pauli, Hertha, Wolfsburg, Köln, Köln vielleicht am Ende des Heimspiels, dass er da ein paar Minuten bekommt, vielleicht die letzte halbe Stunde, weil ich nehme an, dass da schon die Meisterschaft klar sein könnte, sage ich jetzt einfach mal. Nur so ganz grob, jetzt haben wir überschlagen. Das würde mir echt Spaß machen. Würde ich auch toll finden. Das hat er sich verdient. Ist die ganzen Jahre jetzt, seitdem der Jonas halt hochgezüchtet wurde, ist der verlässlich und sitzt da rum und meckert nicht. Und ist einfach froh, dass er gutes Geld verdient und eine gute Kameradschaft um sich hat, die ihm Spaß macht. Und so will ich das haben. Was nützt es mir, wenn ich das in Rensing sitzen habe, der selber spielen möchte? Das ist nicht wirklich vergleichbar natürlich, weil Rensing ist noch viel jünger, als es der Coltorti hier ist. Christopher Olsson, was hat er für eine Stärke? 65, vergiss es. Also das ist nicht das, was wir damals uns erhofft hatten, was der werden kann. Also war es nicht verkehrt, ihn abzugeben. Sattelmeier für Heidenheim, der beste Mann. Das heißt, wir haben wahrscheinlich viele Dinge aufs Tor abgefeuert. Ja, wir waren deutlich besser gegen Heidenheim hier. Aber wir haben leider kein Tor geschossen. Die auch nicht, das heißt, eine Punkteteilung. Aber gut, das ist Platz 4, das ist wahrscheinlich jetzt Platz 5 oder sonst irgendwas. Das ist nochmal besser als letztes Jahr, glaube ich. Und man kann sagen, die Mannschaft, die wird ja immer wieder durchrotiert, ne? Dann werden ein paar nach oben gezogen. Welche, die vielversprechend sind, das wird auch dieses Jahr wieder passieren. Wenn es mit dem Let's Play hier weitergehen sollte, was ich noch nicht weiß. Aslan, wir haben Becker, wir haben Gianluca Star, wir haben Tobias Becker im Doppelpack, also zweimal Becker. Da oben haben wir noch Kasmierczak noch, das sind alles welche, die sind auf einer 70. Das sind dann jetzt schon 5 von 11, also fast die Hälfte dieser Mannschaft hier. Die kannst du nächstes Jahr nicht mehr halten, das ist ja absolute Verschwendung. Und dann kommen eben noch die dabei, die knapp drunter sind.
wie Helsa, wie Bocklitz, ne? Vielleicht dann noch Bürtel, könnte man auch noch dazu nehmen mit einer 67. Dann wird das Ding wieder neu aufgebaut, ne? Aber ich denke mal, selbst dann würden wir wieder ganz gut dabei sein, weil das Talent ist einfach so stark vorhanden bei dieser Jugend, dass es fast schon Angst macht. Wegen Verträgen muss ich halt gucken, was Sinn macht. Wir haben nicht mehr so viele. Steinhölp, wir haben Reichardt, die auslaufen, Werner, Shinobi, Björn Burger, den wir hier noch sehen, und hier unten welche, aber das erklärt sich von selbst, dass das natürlich nicht klappen wird. Ne? Die sind viel zu schlecht, die haben 40er, 50er Wert in dem Alter. In der A-Jugend, bei aller Liebe, das geht natürlich nicht. Ja, und jetzt, wie gesagt, gegen Freiburg. Ich möchte mal ganz kurz reingucken, wie wir denn hier bis jetzt ausgesehen haben. 780.000 Gewinn gemacht. Also in keinem Spiel, wo wir hier im Negativen stehen. Aber ihr seht, zuletzt wurde es ein bisschen schlechter. Ja, aber gut, das sind dann auch nicht die großen Vereine. Neapel, Wolfsburg, Bremen, Leverkusen. Aber dann Dortmund und Schalke. Eigentlich hätte ich jetzt auch erwartet, dass da viel mehr umgesetzt wird. Aber woran das jetzt hängt, kann ich nicht sagen. Also höchstens hier beim Stadionheftkosten, ja, sind nicht alle verkauft worden, aber daran hängt es ja mit Sicherheit nicht. Ne? Was ist denn das Problem gewesen? Ich meine, wir haben ja hier einen Riesen. Die haben einfach so viel gefressen. Das ist so. Die haben einfach so viel gefressen. Ich denke mal, das ist es. Guck dir das mal an. Das ist ein Riesenunterschied. Das sind ja gerade mal 70.000 mehr, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, was da abläuft. Gucken wir gerade bei den Fans rein, wie es da ausschaut. Freikarten. Nö. Also das brauchen wir auch nicht zu machen, Appell an die Fans, weil das Ding ist eigentlich immer voll. 96% glauben, dass wir das Ding gewinnen werden. Merchandising. Das interessiert euch auch immer stark. Also ich glaube, die Kurve ist nicht so abweichend, also im Positiven jetzt wie letztes Jahr. Trikotverkäufe 12.000. In dem Fall von Seitz, von Jordan und auch von Kempf. Waldschmidt kommt dicht dahinter und dann ist Indera. Ich glaube, dass hier ein bisschen der Engelke fehlt. Weil der hat auch immer sehr, sehr viele verkauft. Und der Timo Werner natürlich. Da haben wir zwei Spieler abgegeben, die eine dicke Fanbase hatten. Ich glaube, das merkst du dann irgendwann. Dann einfach in den Zahlen, dass es eben nicht mehr so steil hier ansteigt. So, Mannschaft. Wie wollen wir denn auflaufen? Milicevic hinten für Sirre. Ich glaube, das tauschen wir mal. Ansonsten habe ich eigentlich nichts zu meckern. Wir haben danach Hoffenheim. Kann man sich jetzt die Frage stellen, was schwieriger ist. Ich denke aber, dass Freiburg schwieriger ist. Weil Hoffenheim steht unten drin. Dagegen steht natürlich, dass wir dieses Spiel auswärts bestreiten müssen. Freiburg zu Hause. Ich gebe 1.000 damit, denke ich. Moment, wo sind wir denn hier? Ich bin auch so ein Witzvogel. Drücke in der falschen Reihe. So, Teamvergleich. Hugo Vieira hinter Jormas. Jormas kennen wir sehr gut. Ein ehemaliger Angreifer der zweiten Mannschaft. Und Schreier kennen wir auch. Der hat zwischenzeitlich ja mal, nachdem er von uns weg ist, in England gespielt. Bei Wigan Athletic, danach bei Cardiff City. Und dann Anfang 2018, also ungefähr vor einem Jahr und ein bisschen, ist der hier nach Freiburg gekommen. Und wir haben den damals, glaube ich zumindest, dass wir den, ja, 700.000 haben wir bezahlt. Das war am 9.8.2013, also nach der ersten Saison, also quasi in der zweiten Liga-Vorbereitung haben wir den geholt. Und das hat sich dann letztendlich bei uns leider nicht ausgezahlt, aber er ist ein gestandener Bundesligaspieler, hat jetzt eine 79, ist der Beste, mit Abstand der Beste seiner Mannschaft. Mal schauen, wie lange der da zu halten ist. Aber Freiburg steigt ja nicht unbedingt ab. Ne? Die sind ja nicht so schlecht platziert. Platz 13 ist für sie ihre Ansprüche, denke ich mal, ganz in Ordnung. Und ja, gegen die laufen wir jetzt auf. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann sehen und hören wir uns wieder um 18 Uhr später, Leute. Bis denne.